Gegrüßt. Ich habe mich damit beschäftigt, mit einer Frage, die im Forum gestellt wurde, wie man unter Umständen so etwas schaffen könnte. Seht schon, egal wie ich es gebe, ich habe immer einen Randabstand. Ich habe verschiedene große Kreise. Ich kann das Raster verändern. Vergrößern und ich kann den Kreisdurchmesser der einzelnen Kreise verändern und die Lage innerhalb des Rasters wird auch verändert. Das T und es sind Farben, verschiedene Farben möglich. Ich zeige mal das Raster an. Hier sieht man, was hier eigentlich so passiert. Das T. Wenn ich die Kreise nicht variabel mache, dann sind die natürlich gleich groß. Die Farben gehen hier durch. Ich habe da bei dieser Version natürlich dann die Verschärfung nicht reingegeben noch. Das T. Und Farben wechseln. Ah ja, genau. Schreib O. Wenn man sich das kurz anschaut. Das war einfach so eine Probe. Und hier ist eben, dass das ausgefüllt wird mit einer Spafur, die man einstellen kann, diesmal mit 100%. Hier gibt es einmal den Farbwechsel über einen bestimmten Farbbereich, den man sich aussuchen kann, das heißt 1 bis 20, 1 bis 80, 1 bis 255. Das wird dann einfach mit RND, das bedeutet Zufallszahl, und dann auf einen Integer gesetzt, dass es mit dem Pen funktioniert. Und wie geht es überhaupt? Natürlich zuerst, weil ich editierbare Hotspots drinnen habe, muss ich zuerst eine eindeutige Idee vergeben, weil es braucht ja immer jede Zeile eine eindeutige Idee, deshalb steht das da vorne. Dann der Hotspot, dass ich unten und oben links, oben rechts einen Hotspot hatte, mache ich mal das umschließende Rechteck. Dann die Teilungen, wieder, dass die mitgehen sozusagen. Das A, also das X ist das A, die X-Richtung. Durch eine mittlere Größe der Teilungen kann man sagen. Und dass es immer sich ausgeht in Integer draus. Das setze ich nochmal um, damit ich es eindeutig lesen kann. Also X-Teilungen sind genau das. Die Y-Teilungen sind abhängig vom Verhältnis. Das heißt, diese Teilungen durch die X-Richtung mal die Y-Richtung, dann weiß ich, wie viele Y-Teilungen ich habe. Dann Randabstand. Praktisch sozusagen das innere X, das innere Y von meinem Rechteck. Dann ändere ich die Koordinate auf den Randabstand und zeichne mal das innere Rechteck. Dann kommt eben noch die Abfrage für die beiden Controls, für dieses, ja, für diese Rasterbreite und dann für die Prozent. Von wie viel Prozent wir ausgehen, also Prozent stimmt nicht, von 0 bis 1 geht es, wie groß im Verhältnis der Kreis sein soll, der dann da drinnen herumwackelt. Ja, und dann eben, wie groß ist das Raster im X wirklich? Durch die X-Teilung, durch die Y-Teilung, die wir zuerst umgerechnet haben. Dann, wenn ich das Raster einschalte, dass er eben die Linien zeichnet, in der X- und der Y-Richtung. Dann berechne ich den Spielraum innerhalb des Rasters, eben mit dem Größenverhältnis des Kreises. Mit dem Spielraum kann ich dann später das Ganze wackeln lassen. Und dann geht er eben durch die X-Teilungen und dann die Y-Teilungen. Also das macht er von 1 bis X-Teilung und innerhalb von der 1 bis X-Teilung macht er dann die Y-Teilungen.
Da berechnet ihr nachher das Spiel mit dem Spielraum. Dann ja, wenn wir einen variablen Kreisdurchmesser haben, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, egal. Das hier ist, dass die Farben wechselt. Das heißt, wenn ich die Abfrage Farben wechseln habe, wenn es 1 ist, dann stellt er den Stift auf dieses Zufallszahl vom, im Farbbereich und macht den Integer draus und zeichnet eben den in dieser Koordinate x, in dieser Koordinate y, dann eben einen Kreis. Da wackelt er, das ist das Wackeln. Hier und hier in der x- und in der y-Richtung. Den Kreis mit, das wäre der Durchmesser vom Kreis, also nein, das ist die Rastergröße eigentlich. Und hier die Prozent vom Kreis und die halbe dazu. Und wenn der Durchmesser, der Variable Kreisdurchmesser, und wenn er das nicht, wenn er das nicht ist und wenn er das ist, rechnet er das Spiel ein wenig anders. Das heißt, wenn der Durchmesser des Kreises jedes Mal anders ist, dann wird das Spiel natürlich für jeden einzelnen Punkt ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, je nachdem, wie ich mit dem Durchmesser spiele. Dann wieder das Gleiche. Allerdings setze ich jetzt hier auf 0, 0, weil ich vorher das xy direkt gesetzt habe, den Versetzen des Koordinatensystems. Und dann eben, damit ich den Kreis ausfülle, wieder mit einem Poly2-Befehl schraffiere sozusagen. Und hier spiele ich wieder mit einem Runden über den Integer den Farbbereich durch. Ja. So funktioniert das. Die Parameter, die angegeben sind, eben was kann ich, A und B, ist klar. Den Randabstand kann ich angeben, die mittlere Rasterbreite, das MRB, das Größenverhältnis Kreis zu Raster. Dass ich das Raster überhaupt sehe, kann ich Raster aus- und einschalten, Farb wechseln, ob er das tun soll, und Farbbereich von 0 bis Hintergrundstift und Schraffur. Mehr brauche ich da nicht. So. Hoppla. Entschuldigung. Ah, das war's nicht. Kleinen Augenblick. So habe ich das ausgeschaltet. Na gut, das war eh schon alles. Viel Spaß damit.